Hey, Paul, guten Morgen. Mamas Glückstein aus Australien. Mamas Glückstein aus Australien? Den bekommst du aber erst am ersten Schultag und der ist erst nächste Woche. Wenn ich ihn dabei habe, wird alles super, hat Mama gesagt. Kann ich ihn nicht jetzt schon haben? Bitte, Papa. Aber nicht verlieren. Okay? Gut drauf aufpassen. Wahnsinn, du bist schon so ein großer Schuljunge jetzt. Mama wäre stolz auf dich, wenn sie dich sehen könnte. Aber sie sieht mich doch, das hast du doch gesagt. Sie ist immer bei uns. Wenn wir an sie denken, bleibt sie bei uns. Und Onkel Johannes auch. Lea. Oh nein, wo ist er denn? Na komm. Ich muss Clara den Glücksstein zeigen und Inge. Clara! Aber mach die Tür zu. Ja, das ist doch echt ätzend. Es sollte umgekehrt sein. 6 Wochen Schule und den Rest des Jahres Ferien. Wenn die das mal ordentlich planen würden, könnten wir viel Papa mehr zusammen... Papa hat mir den Glücksstein heute schon gegeben. Das ist er, Mamas Glücksstein. Siehst du, wie er funkelt? Paulchen, ich hab dir Himbeeren in dein Müsli getan. Okay. Zeig mal. Ist der schön. Der hat genau die Farbe deiner Augen. Und wie der funkelt. Ich nehme ihn jeden Tag mit zur Schule. Ja. Hallo, ich telefoniere. Sorry, Lauri, meine Family. Nur weil Paul jetzt in die Schule kommt, denken ich mal. Alle... Lauri? Du, bei uns wird beim Frühstücken nur in Notfällen telefoniert, ja? Bis dann. Tschüss. Oh, Papa, das ist... Eine wunderbare letzte Ferienwoche, Schatz. Was macht ihr denn heute? Martin und ich, wir gehen ins Schwimmbad und Clara will mit Lauri in den Reitstall. Oh, das ist doch toll. Du, ich muss noch mal kurz zu Lisa hoch, ja? Okay. Musculus multifidus. Musculus, wo fängt der noch mal an? Michael, wir müssen los. Morgen. Hey, na? Ich wollte noch einen schönen ersten Arbeitstag in der Klinik wünschen. Ja, an dem ich bestimmt zu spät komme, wenn Michael weiterhin so lange im Bad braucht. Michael! Also, wenn du willst, ich kann ja Rosalie auch zum Kindergarten bringen. Nee, danke schön, das schaffe ich schon. Also, von mir aus können wir. Morgen. Morgen. Na, meine Schöne, bist du aufgeregt? Michael? Also, ich glaube, du wirst eine fabelhafte Formulantin. Natürlich wird sie das. Wir hätten ja die Formulatur nicht gegeben, wenn wir nicht überzeugt wären, dass sie mal eine gute Ärztin wird. Okay, aufhören ihr beide. Ich bin schon genügend aufgeregt. Gut. Ich bin bereit. Auf ins Abenteuer. Lisa. Warte mal. Ich, dieses Stethoskop hier... hat mir mein Vater zu meinem ersten Arbeitstag geschenkt und es hat mir immer Glück gebracht. Und jetzt sollst du es haben. Ach, Papa. Ja, eigentlich brauchst du es ja nicht, aber wer weiß. Lisa! Ja, ich komme gleich. Viel Glück. Entschuldigung, das war mein Parkplatz. Ich bin gleich wieder da. Ich war gerade dabei, hier einzuparken. Es dauert nicht lang. So eine Unverschämtheit. Entspannen Sie sich doch kurz. Schaller. Ich habe dir doch gesagt, dass ich nicht mit dir reden will, Richard. Nein, ich will einfach nicht mehr. Ja, guten Tag. Ich würde ganz gerne den Bürgermeister sprechen. Ach so. Nein, nein, Sie müssen nichts ausrichten. Ich melde mich nochmal. Danke.
Fahren Sie gerade? Ja, ja. Danke. Danke, dass Sie mich nicht abgeschleppt haben. Schönen Tag noch. Sorry für meine Ungeduld vorhin. Entschuldigung, ich muss kurz ausparken. Bin gleich wieder weg. Ihnen auch einen schönen Tag. Und entspannen Sie sich einfach. Eine Minute zu spät. Ich weiß, Nora, bei mir ist die Hölle los. Erst musste Lisa in die Klinik, dann habe ich noch was einkaufen müssen. In die Klinik? Wieso das denn? Nein, nicht, was Sie denken. Lisa fängt heute mit ihrer Formulatur an. Und da musste ich ihr natürlich ein bisschen Mut zusprechen, nicht? Aha. Finden Sie nicht, dass das ein bisschen übertrieben ist? Lisa ist erwachsen, sie ist Mutter. Na und? Deswegen ist sie doch noch mein Kind. Ich meine, man ist doch immer aufgeregt am ersten Arbeitstag, oder? Ich zum Beispiel, ich kann mich noch so an meinen allerersten Arbeitstag in der Klinik erinnern. Ich war geradezu heiser vor Nervosität. Um Gottes Willen, hätte ich beinahe vergessen. Der Bürgermeister sitzt im Sprechzimmer. Schon seit 10 Minuten. Seit 10 Minuten? Der Arme. Oh. Herr Bürgermeister, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Oh, das hört sich aber nicht gut an. Wie lange haben Sie das denn schon? Seit heute Morgen. Aha. Soll ich mir das mal ansehen? Ja. Sie haben aber den Spatel nicht angefasst, oder? Verstehe. Ja, es wäre ja auch zu schade, wenn Sie auf Ihrer Geburtstagsfeier keine Rede halten könnten, nicht wahr? Machen Sie mal A. Ah. Sagen Sie, die Räume über mir, haben Sie da schon einen Nachmieter für den Steuerberater? Müssen nur nicken oder Kopfschütteln. Verstehe. Wissen Sie, ich denke schon seit längerem darüber nach, mich zu vergrößern. Neues Sprechzimmer, neue Laborräume, Physiotherapie, Elternberatung. Meinen Sie, Sie könnten mir die Räume vermieten? Das ist doch herrlich. Dann können wir alles Weitere besprechen, wenn Sie wieder bei Stimme sind. Sie dürfen den Mund wieder zumachen. Kein Krebs. Nein, keine Verformungen, keine Wucherungen und vor allem keine Polypen. Nora wird Ihnen jetzt eine Gurgellösung verschreiben und das war's dann. Danke, Herr Doktor. Danke. Bitte. Und denken Sie immer an eins. Schweigen ist Gold. Sobald der Patient wach wird, sagen Sie mir Bescheid, ja? Guten Morgen, Herr Doktor. Wie ist denn die OP gelaufen? Gut. Herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Sandmann. Ich bin Kardiologe hier. Wenn Sie Fragen haben, dann... Werden Sie sich an mich wenden oder an einen unserer Assistenzärzte. Dr. Sandmann hat Wichtigeres zu tun. Also weiter. Von hier kommen wir zur Inneren und über uns ist die Orthopädie. Süßer Typ. Bei dem hätte ich nachts auch gerne Nachhilfe. Anna, was machst du hier? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich wünsche dir alles, alles Gute und Gesundheit vor allem. Na komm, jetzt sag schon, dass du dich freust, mich zu sehen. Tu ich. Tut mir leid. Darf nicht reden. Oh Gott, die Stimme? Hm. Du Armer. Naja, wie wär's, wenn du mir einfach dein Rathaus zeigst? Vielleicht bekomme ich da drin ja auch einen Kaffee? Ja. Ist was mit Richard? Du hast mich doch sonst hier nie besucht. Ach, Richard, das war mal. Und dein Eisenach. Das ist ja wirklich ein zauberhaftes Städtchen. Bin wieder da. So,
So, Frau Mayberg, bei Dr. Klinger sind Sie auf jeden Fall in den besten Händen. Nora hat Ihnen bereits eine Überweisung ausgestellt in die Orthopädie wegen Verdachts auf Bandscheibenvorfall. Bitte. Machen Sie es gut. Danke. Machen Sie es auch gut, Herr Doktor. Aber was ist, wenn mir der andere nicht gefällt? Dr. Klinger wird Ihnen gefallen, Frau Mayberg. Er sieht noch besser aus als unser Herr Doktor. Wiedersehen. Wiederschauen. War's das? Ja, auch keine Hausbesuche. Sie können sich beim BM bedanken. BM? Bürgermeister. Sagen Sie bloß, Sie haben den Geburtstagsempfang vergessen. Sie sollten wirklich mal Ihr Gehirn trainieren. Kopfrechnen zum Beispiel. Also los. 93 mal 47. Ist 4371. Wow. Sie haben gar keine Lust auf den Empfang, oder? Ich hasse Empfänge, Nora, schon vergessen? Sehen Sie es als dienstlichen Termin? Sie wollten doch nach den Räumen da oben fragen. Das habe ich schon und wir bekommen sie. Nein, das wird super, das wird herrlich. Wir werden das ganz einladend einrichten. Ich plädiere für Hanftapete. Die macht eine ganz warme Atmosphäre. Zieh mich um. Das war filmreif. Sie schon wieder. Möchten Sie was trinken? Danke. Ein bisschen normaler geht's bei Ihnen wohl nicht. Doch, manchmal schon. Anna! Anna, du kennst Dr. Kleist schon? Der Mann, der meine Stimme gerettet hat. Dr. Christian Kleist, ein Genie. Ein Feldwald- und Wiesenarzt, der dem Bürgermeister den Mund verboten hat. Komm, Anna, die Gäste warten schon. Hallo, Dr. Kleist. Warte mal. Was ist los? Ich weiß auch nicht, mir ist gerade so ein bisschen komisch. Ist ja nicht gut, komm, setz dich. Setz dich. Doktor, Doktor, bitte, bitte, helfen Sie. Was ist denn? Mein Magen. Ich weiß auch nicht. Mir war plötzlich so schlecht und alles hat sich gedreht, aber... Nee, es geht schon wieder. Entschuldige, dass ich so einen Wirbel hier mache. Entschuldigung. Ja. Nun tun Sie doch was, das ist doch nicht normal. Ja, Sie haben recht, vielleicht sollte ich Sie tatsächlich in die Praxis mitnehmen. Ja, gut, ich komme mit. Nein. Sie müssen eine Rede halten, das sind Ihre Gäste. Ich kümmere mich schon um Ihre Freunde. Jetzt schau doch nicht so. Ich werde wohl, weiß auch nicht, irgendwie was Falsches gegessen haben. Du fährst jetzt mit Dr. Kleist in die Praxis und lässt dich untersuchen. Ach was? Du kannst ihm vertrauen. Das tun wir alle hier. Doktor, ich verlasse mich auf Sie. Selbstverständlich. Danke. Also, wenn das für Sie in Ordnung ist. Natürlich. Was für meinen Bruder in Ordnung ist, das ist für mich auch in Ordnung. So, ich wusste gar nicht, dass es Ihr Bruder ist. Mein Bruder. Wir hatten den gleichen Vater. Da hätte ich Ihnen natürlich den Parkplatz überlassen. Naja, wie Geschwister sehen Sie nicht gerade aus. Haben Sie denn Stress? Naja, ich bin Anwältin. Und ich hänge mich eben gerne in meine Fälle rein. Aber diesen Reizmagen, den habe ich schon lange. Ich hab den von meinem Vater, was mir immer sehr leid getan hat. Bernd dafür hat seine Statur geerbt. Ist irgendwas? Also, ich bin mir nicht sicher, Frau Schöller, aber kann es sein, dass Sie schwanger sind? Was? Nein. Ich kann nicht schwanger werden. Ich weiß das schon seit Jahren. Sie müssen sich täuschen. Naja. Wir können einen Schwangerschaftstest machen. Also zur Sicherheit. Paulchen, ich bin so stolz auf dich, weil du jetzt schon 5 Bahnen schwimmen kannst. Aber von 5 vertraue ich mich immer noch nicht. Mama ist bestimmt traurig darüber. Das glaube ich nicht. Weißt du, 5 Meter, das ist ganz schön hoch für so einen kleinen Jungen. Eines Tages wirst du da oben stehen und einfach so runterspringen, als wäre das gar nichts. Wollen wir wetten? Hast du Hunger? Ja. Na komm. Hab ich einen Durst. Mäutchen, ich hänge schnell die nassen Sachen auf. Kommst du dann in den Garten? Wenn du Lust hast, können wir Rechenspiele machen.
Mein Glückstein! Paulchen, kommst du? Bringst du mir bitte ein Wasser mit? Ich komme schon. Danke. Positiv. Sie meinen also, ich bin wirklich schwanger? Ja, der Test ist eindeutig. Entschuldigung, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Was mache ich denn jetzt? Freuen Sie sich doch einfach. Ja gut, dann... Ja, dann freue ich mich. Entschuldigung, dürfte ich noch mal? Gerne. Oh mein Gott, das ist ja so irre. Ich glaube, ich meine, könnte ich mal telefonieren? Ja, natürlich. Danke. Wie ist es denn? Ich warte draußen. Richard? Ich bin's. Ich muss etwas sagen, es ist wichtig. Jetzt hör mir doch mal zu. Ja, ich weiß, dass ich gesagt habe, dass wir Schluss machen müssen, aber ich bin schwanger. Wie? Wie was das heißen soll? Wir bekommen ein Kind. Richard? Richard? Paulchen? Noch nicht ganz. Er sagt, er hat noch so viele Gedanken in seinem Kopf, die er zu Ende denken muss. Das hat er gesagt? Stell dir vor. Süß. Ich glaube, er ist doch aufgeregter, als er uns weiß machen will. Das ist doch das alte Messer von Johannes. Mhm. Ja. Wahnsinn. Das habe ich als Junge auch immer bewundert. Ich weiß. Paulchen auch. Johannes hätte es ihm selbst gegeben, wenn er noch bei uns wäre. Ich vermisse ihn sehr. Tja. Was tut das hier? Störe ich? Nee, komm rein. Einen schönen Gruß von Lisa. Sie hat die Stoppuhr besorgt, die sich Paul so wünscht. Wie war denn ihr erster Tag? Gut, sagt sie. Willst du auch ein Bier? Nee, lass mal. Anstrengend, aber gut. Jedenfalls war sie vorhin ziemlich alle. Ich fürchte, das wird eine ganz schöne Belastung für Sie. Familie und Krankenhaus. Ja, ja. Ihr werdet das Kind schon zusammen schaukeln. Und wenn nicht, habt ihr immer noch uns. Rosalie beneidet Paul darum, dass er schon ein Schulkind ist. Sie würde am liebsten mit ihm mitgehen. Ich kann auch kaum glauben, dass er schon so groß ist. Eben war er noch ein kleiner Zwerg, der zu uns ins Bettchen gehüpft ist. Und jetzt kommt er in die Schule. Glaubst du, er vermisst Marlene immer noch? Ich meine, immerhin ist der Autounfall schon 3 Jahre her. Ich bin froh, dass er wieder lachen kann, aber auf Dauer werde ich ihm seine Mama nicht ersetzen können.
Sicher? Wollt ihr nicht lieber im Bett schlafen? Ich glaube, ich bin noch vorher eingeschlafen. Nach zwei Seiten Rapunzel ist mir einfach die Augen zugefallen. Warte, ich nehme sie dir ab. Trink du nur noch was, ich geh schlafen. Ich komme auch gleich. Ich guck mir noch schnell die Fußballergebnisse an. Ach, Lisa? Hm? Du könntest die Formulatur auch verschieben. So ein, zwei Jahre, dann ist Rosalie auch größer und... Aber dann bin ich ja noch später fertig. Ich zieh das jetzt durch. Ich habe doch bisher alles hingekriegt. Ja, aber du musst nicht arbeiten. Ich verdiene genug für uns alle und Rosalie fände es bestimmt auch super, wenn du ein bisschen mehr Zeit... Was? Was? Wenn ich ganz zu Hause bleibe. Ja. Findest du, dass unsere Tochter unglücklich wirkt? Nein. Hat sie irgendein Defizit? Nein. Na also, es gibt jede Menge berufstätige Mütter und ich werde auch eine sein, klar? Ja. Was machst denn du da unten? Nichts. Ich suche, der silberne Ritter aus der Burg ist verschwunden. Ich wollte ihn auch mit in die Schule nehmen. Ach so? Na ja. Der wird bestimmt wieder auftauchen. Habe ich dir mal erzählt, wie mein erster Schultag war? Also, das war ein ganz schöner Tag. Ich war total aufgeregt. Aber wir haben eine ganz liebe Lehrerin gehabt. Und die war auch ein bisschen hübsch. Und wenn wir mal was falsch gemacht haben, dann hat die überhaupt nicht geschimpft. Und alles in allem war das wirklich die tollste Zeit in meinem Leben. Das hast du zu Clara auch gesagt, als sie ins Gymnasium gekommen ist. Und zu Lisa, als sie das Baby bekommen hat. Ach so, hab ich das. Naja, da habe ich wohl vergessen, dass du so ein phänomenales Gedächtnis hast. Es wird bestimmt alles super. Ja, ganz bestimmt. Und jetzt geh mal schlafen, okay? Also komm. Du hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Was sagt denn der Doktor, also dieser Kleist? Ich meine, kriegt er dich wieder hin? Ich denke schon, aber es wird eine ziemliche Umstellung bedeuten. Ja. Ist doch was Schlimmes. Ich meine, musst du operiert werden? Nein, nein, schlimm ist es gar nicht. Im Gegenteil. Was heißt denn das im Gegenteil? Du wirst Onkel. Was? Du kriegst ein Kind? Ja. Herzlichen Glückwunsch, Kleine. Tag. Guten Tag. Na, Herr Schmidt, wie sind denn heute Ihre Würstchen? Erst lasse ich wie immer. Sollte mal eine probieren, Herr Bürgermeister. Danke, stimmt so. Danke. Danach machen wir über Sport, Herr Bürgermeister. Ja, ja. Obwohl Sie mir erst kürzlich gesagt haben, dass meine Werte in Ordnung sind. Soll es, soll ja auch so bleiben, nicht wahr? Soll es, soll es. Besonders, wenn meine Kleine nicht auf die Welt kommt. Da werde ich keine Ruhe mehr haben. Als Arzt müssten Sie ja wissen, dass kleine Kinder einen ganz schön auf Trab halten können. Ach, das heißt, Ihre Schwester zieht jetzt nach Eisenach? Na, besser ist. Ich meine, was kann es Besseres geben, als in der Nähe des besten Onkels der Welt zu leben? Ach, ehrlich, ich habe mich sehr über diese Neuigkeit gefreut. Obwohl ich mir Gedanken gemacht habe über Anna, sie war so schlapp nach diesem Infekt, wissen Sie, dabei ist sie eben nur schwanger. Infekt? War das eine Grippe oder was? Nein, Scharlach oder Masern. Ich weiß nicht, irgend so ein ekliger Ausschlag. Wieso, ist das wichtig? Wichtig ist, dass Ihre Schwester sich untersuchen lässt. Sagen Sie ihr das. Ich habe Hausbesuche. Schönen Tag noch.
Ja. Ja, vielen Dank. Wiedersehen. Wiederschauen. Dr. Kleist? Frau Scheller. So ein Zufall. Sie sind wohl überall gefragt. Ich hatte Hausbesuche. Sagen Sie, haben Sie einen Moment Zeit? Ja. Ihr Bruder hat erwähnt, dass Sie vor kurzem eine Infektionskrankheit hatten. Ja, aber muss ich mir über irgendetwas Sorgen machen? Naja, er wusste nicht, ob es Masern oder Scharlach war. Naja, also ich hatte Fieber und so einen Ausschlag. Ich bin einfach im Bett geblieben. Ausschlag? Sagen Sie, hatten Sie als Kind mal Röteln? Oder sind Sie dagegen geimpft? Nein. Ich hatte keine dieser Kinderkrankheiten. Ich dachte, das wäre eine allergische Reaktion auf die homöopathischen Mittel, die ich genommen habe. Hat das meinem Kind geschadet? Ja, erstmal müssen wir wissen, ob sie überhaupt Röteln waren. Wann genau hatten Sie denn den Infekt? Vor 3 Wochen. Oh Gott, da muss ich ja schon schwanger gewesen sein. Was soll ich jetzt tun? Also am besten, wir machen eine Untersuchung, um festzustellen, ob es sich tatsächlich nur um einen harmlosen Ausschlag handelt. Und wenn nicht? Kommen Sie einfach in meine Praxis und ich nehme Ihnen Blut ab. Was ist, wenn es wirklich Röteln waren? Es kann doch gefährlich sein für das Kind, oder? Frau Scheller, vielleicht ist alles ganz harmlos. Dr. Kleist, bitte. Eine Rötelinfektion in den ersten Schwangerschaftswochen kann, und ich betone ausdrücklich kann, den Fötus schädigen. Das war's. Nora bringt es gleich ins Labor und bis heute Abend sollten dann die Werte vorliegen. Vielleicht möchte ich ja gar nicht wissen, was die Blutuntersuchungen ergeben. Ich meine, ich könnte mich doch einfach auf das Kind freuen. Zum ersten Mal seit Monaten hat sich endlich wieder alles richtig angefühlt. Es war, als hätte dieses unerwartete Kind in meinem Bauch mit dem Weg gezeigt. Und jetzt? Möchten Sie vielleicht jemanden anrufen, Ihren Mann, der Sie vielleicht abholt? Ich bin nicht verheiratet. Von dem Vater des Kindes habe ich mich getrennt. Das tut mir leid. Das ist ein Schritt, der schon lange fällig war. Ich habe mir sogar überlegt, von Köln wegzugehen, um mich hier niederzulassen. Bernd würde für mein Kind ein guter Onkel sein. Frau Schöller, wenn es irgendwas gibt, was ich für Sie tun kann, dann sagen Sie es einfach. Haben Sie Kinder? Ja, 4. Oh. Dann müssen Sie sehr glücklich sein. Naja, vielleicht ist das ja so. Die einen haben Glück. Und die anderen? Frau Schöller, Wissen Sie, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Leben, also das Schicksal, einem nie mehr auflädt, als man wirklich tragen kann. Danke. Na, das sieht doch schon ganz gut aus, Frau Meier. Mhm. Und haben Sie noch Schmerzen? Ach, heute Nacht habe ich zum ersten Mal keine Schmerzmittel gebraucht. Frau Meier wurde letzten Donnerstag mit einem akuten Darminfarkt eingeliefert. Wir haben das betroffene Stück Darm entfernt. Frau Kleist, wollen Sie Frau Meier bitte abhören? Entschuldigung, ich kann mein Stethoskop gerade nicht finden. Ja, dann Herr Stiegler. Ich war nicht unten heute. Ich habe mir im Internet angesehen, was es da alles zu Röteln in der Schwangerschaft zu lesen gibt. Also das Kind kann blind sein, taub, kann schweren Herzfehler haben. Hirnschäden sind möglich und... Frau Schöller, bisher wissen wir doch nur, dass Sie Röteln hatten. Ich hätte mich überhaupt nicht untersuchen lassen sollen. Ich hätte mich einfach nur auf das Kind freuen sollen und nichts anderes. Folgender Vorschlag. Lassen Sie mich einen Termin in der Klinik für Sie vereinbaren und dann werden die weiteren Untersuchungen zeigen. Nein, nein. Ich werde keine weiteren Untersuchungen mehr machen. Mama, ich bin zu Hause.
Ich habe Pizza mitgebracht. Für dich mit Thunfisch und für mich, Dr. Kleist. Ist irgendwas? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Herr Dr. Kleist ist nur kurz vorbeigekommen, um zu sehen, ob es mir gut geht. Ist was mit dem Kind? Hat es was mit der Infektion zu tun? Nun sag doch was. Doktor, so reden Sie doch. Ich hatte Röteln. Na, und die hatte ich auch. Was hat das zu bedeuten? Bei einer Rötelinfektion in den ersten Schwangerschaftswochen... Da besteht die Gefahr, dass das Kind nicht gesund ist. Das tut mir sehr leid, Anna. Das tut mir... Entschuldigt bitte, ich will kurz alleine sein. Das ist eine schwierige Zeit für Ihre Schwester. Und jetzt? Sie wird das Kind alleine erziehen müssen. Und wenn es behindert ist, wie soll sie das denn schaffen? Das Wichtigste ist für Anna, dass sie jetzt Zeit hat, nachzudenken. Mama, ich muss den Stein wiederfinden. Bitte, Mama. Na, Großer? Inge hat gesagt, du bist heute 5 Bahnen geschwommen. Das ist toll. Aber von 5 habe ich mich nicht getraut. Naja, das macht nichts. Das kommt schon noch. Verspreche ich dir. Ich hab dich lieb, Papa. Ach, du Süßer. Ich dich auch. Die Prinzessin schläft jetzt. Nicht Michael, ich muss noch die Geschirrspülmaschine zu Ende ausräumen. Das können wir doch morgen machen. Ja, morgen früh muss ich schon die Wäsche bügeln, weil Rosalie hat nichts mehr anzuziehen. Und jetzt muss ich mir noch die Niere angucken. Wir haben gerade eine Patientin mit Nierenversagen. Deine Niere, die kann ich mir angucken. Michael, ich will morgen nicht unvorbereitet dastehen. Aber das kannst du trotzdem zu Ende machen. Ein Espresso? Ja. Warum nicht? Ich kann eh nicht schlafen. Wo ist denn Lisa? Schaut sich noch die Nieren an. Wenn Lisa in den ersten 3 Schwangerschaftswochen Rütteln gehabt hätte, was hättest du dir geraten? Abbruch, ganz klar. Ja, aber das Kind muss doch nicht krank sein. Eine Rötelinfektion am Anfang einer Schwangerschaft? Zu 90% ist das Kind dann nicht gesund. Klar, der Grad der Behinderung kann unterschiedlich sein. Aber dass es keine Schäden davon trägt, das ist wirklich unwahrscheinlich. Was sagen denn Ultraschall und Fruchtwasser untersuchen? Sie will keine Untersuchung mehr. Hat sie eine Ahnung, was da eventuell auf sie zukommt? Nein, sie freut sich einfach nur auf ihr Kind. 10%, Christian, das ist Wahnsinn. Ich meine, sie sollte wenigstens den Ultraschall machen. Es gibt nun mal die Möglichkeit. Darf man die außer Acht lassen, wenn man dem Kind vielleicht ein qualvolles Dasein ersparen könnte? Es geht ja nicht nur um die Mutter, es geht auch um das Kind. Ja. Hey, mein Süß, was ist denn? Hast du schlecht geträumt? Komm her. Och, guck mal, draußen ist es dunkel, die Nacht ist zum Schlafen da. Guck mal, da ist der Opa. Mach mal gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Zum Schlafen. Zum Schlafen. Thank you.
Guten Morgen, Anna. Morgen. Warum bist du denn schon so früh auf, Liebes? Ich konnte nicht schlafen. Na ja, das ist alles ein bisschen viel für dich. Die Trennung von Richard, die Ungewissheit mit der Kanzlei und ob du hierher ziehst und dann die Sache mit dem Kind. Das ist schon ein ganz schöner Kraftakt für dich. Es ist doch noch gar nicht sicher, dass das Kind nicht gesund ist. Dr. Kleist meint, du solltest noch weitere Untersuchungen machen lassen. Ich kann das nicht, Bert. Dass ich überhaupt schwanger geworden bin, das ist für mich wie ein Wunder. Ich kann dieses Kind nicht aufgeben. Herr Spengler war heute der Erste. Ach schön, na dann kommen Sie doch gleich mal mit. Sie sind doch sicherlich nicht wegen der Halsschmerzen hier. Ihr Ärzte, ihr seid doch immer so allwissend. Es muss doch was geben, was man tun kann. In Amerika kann man Kinder schon im Mutterleib operieren, das habe ich mal gehört. Herr Spengler, das ist einzig und allein die Entscheidung Ihrer Schwester. Bitte, Sie müssen ihr helfen. Sie kann doch nicht in ihr Unglück rennen. Mann, Kleist, ich habe mich auch auf das Kind gefreut. Wenn ich schon kein eigenes habe, hätte ich vielleicht Onkel sein können. Bitte tun Sie was. Ich wünschte, ich wüsste was. Versuchen Sie es. Tun Sie es mir zuliebe, ja? Sagen Sie wenigstens, was es noch für Möglichkeiten gibt. Also gut. Aber ich werde Sie zu nichts überreden. Danke. Paulchen? Paul! Paulchen! Ich bin jetzt hier fertig. Wir können los. Paulchen? Wir wollen in die Werkstatt. Es steht mir nicht zu, Ihnen Ratschläge zu erteilen, Frau Schöller, aber das Leben mit einem behinderten Kind ist nicht einfach. Es wird Ihre Gedanken bestimmen, und zwar Tag und Nacht. Ich bin nie den geraden Weg gegangen, Dr. Kleist. Also die Schule zum Beispiel habe ich kurz vorm Abi geschmissen, um dann das Abitur in Abendkursen nachzuholen. Meine erste Ehe war eine Katastrophe, ich habe es überlebt. Dann habe ich zuerst Archäologie studiert, bis ich endlich gemerkt habe, dass Jura das Richtige ist, und die letzten Jahre mit Richard, also einfach ist was anderes. Unterschätzen Sie mich nicht, ich bin stark. Außerdem haben Sie doch selber gesagt, man kriegt nicht mehr aufgebürdet als das, was man tragen kann. Das heißt also, Sie wollen wirklich keine weiteren Untersuchungen? Ja, ich habe mich entschlossen, dieses Kind zu bekommen, und ich will mich darauf freuen. Alles andere werde ich sehen, was auf der Welt ist. Ich muss sagen, ich bewundere Sie. Und ich verspreche Ihnen, ich bin für das Kind und für Sie da. Danke. Vorausgesetzt natürlich, dass Sie in Eisenach bleiben wollen. Das ist ein verlockender Gedanke, es gefällt mir hier. Ja, und ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass wir hier leben werden. Entschuldigung. Ja? Inge, was kann ich für dich tun? Was heißt verschwunden? Ja, habt ihr denn überall gesucht? Jetzt bleibt mal ruhig. Ich bin gleich da. Mein Sohn ist verschwunden. Ich melde mich bei Ihnen. Ja. Rufen Sie mich bitte sofort an, wenn er bei Ihnen auftaucht. Dankeschön. Und sagen Sie Leon, er soll überlegen, wo er sonst noch sein könnte. Ja, tschüss. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Beim Frühstück. Er wollte in seinem Zimmer spielen, bis wir in die Werkstatt gehen. Da war ich natürlich schon, weil ich gedacht habe, dass er vielleicht vorausgegangen ist. Aber ich habe bei Leon angerufen und bei Max, da ist er auch nicht, Christian. Okay. Ich mache mir solche Vorwürfe. Hör zu, du bleibst hier, ich fahre ihn suchen. Wenn du was hörst, ruf mich an. Vielleicht kennt Tommy ja noch ein paar andere Freunde, bei denen Paul sein könnte. Ich rufe sofort an, wenn ich was höre. Dankeschön. Inge, habt ihr ihn gefunden? Nein, Tommy weiß auch nichts. Okay. Du, ich hab eine Idee. Thank you.
Maul! Paul, was machst du denn hier? Ich hab dich überall gesucht. Wo warst du denn? Wenn ich hier runterspringe, ist Mama mir vielleicht nicht böse, dass ich den Glücksstein verloren habe. Weißt du, so ein Glücksstein, der ist doch eigentlich nur ein Zeichen. Mami beschützt dich immer. Und die hat dich auch immer lieb, egal wo du bist. Auch ohne Glücksstein. Wirklich? Dann ist es nicht schlimm, dass ich ihn verloren habe? Nein. Es ist vielleicht ein bisschen schade, aber schlimm ist es überhaupt nicht. Und wie kommen wir zwei Hübschen jetzt wieder hier runter? Wolltest du da wirklich springen? Hm? Magst du immer noch springen? Ja? Na dann komm. Ja. Oh, Paulchen, was bin ich froh? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Papa und ich sind von 5er gesprungen, ganz ohne Glücksstein. Papa hat gesagt, dass er mir gar nicht böse ist. Wieso? Was ist denn mit deinem Glücksstein? Ich habe ihn verloren. Na, früh morgens lag er noch da auf dem Teller. Und dann... Paul, ich bin schuld. Ich habe mir den Stein genommen und ihn angesehen und dann habe ich eine Mail bekommen, bin aus der Küche gerannt. Dann bin ich ja gar nicht schuld. So, und jetzt essen wir erstmal was. Schwimmen macht hungrig. Stimmt's? Und vom Fünfer springen noch mehr. Das kann man wohl sagen. Papa. Ach, hier seid ihr ja. Da kann ich ja euch oben ewig suchen. Christian, ich muss dir was sagen. Anna Schöller. Ja, ich weiß, sie hat sich entschlossen, ihr Kind zu bekommen. Ist doch gut. Sie ist im Krankenhaus. Sie hat eine Fehlgeburt. Was? Oh Gott. Hör mal, ich muss noch mal in die Klinik. Fang schon mal ohne mich an, ja? Papa! Mein Ball! Hallo! Ja, wo ist denn der Ball? Was ist das denn? Mein Glücksstein! Willkommen. Wir gehen gleich in die Aula, wo die Erstklässler von den anderen Schülern feierlich begrüßt werden. Na, bist du aufgeregt? Kein bisschen. Ach. Paul! Pini! Wahnsinn, wo kommt der Pini denn her? Hey. Was machst du denn hier? Ich verpasse doch nicht den ersten Schultag von meinem kleinen Bruder. Guck mal, die habe ich dir mitgebracht. Damit kannst du dich jetzt immer durchboxen. Das ist der tollste Tag in meinem Leben. Na, wie fühlt man sich als Opa?